Servus YouTube und herzlich willkommen hier zur 7. Folge. Oh, das ist mein Handy. Ich glaube, da muss ich rangehen. Hallo? Ach, hallo Sandro. Ja, dein Part, der kommt noch, aber erst nach der Begrüßung, nicht vor der Begrüßung. Ja, wie, das verstehst du nicht? Ja, dein Transfer ist ja schön und gut, hin oder her, aber so, ich muss die Zuschauer auch erstmal hier zur Folge begrüßen, so. Kann ja nicht sein, dass wir hier einfach so mit deinem Transfer reinstarten. Weißt du, was ich meine? Weißt du nicht? Ach, der Vertrag ist jetzt auf einmal ungültig. Okay, dann haust du rein, leck mich. So, auf ein zweites Mal dann. Servus YouTube und herzlich willkommen hier zur 7. Folge mit dem HSV. Wir beginnen die heutige Episode direkt mal mit einem Ergebnis der Umfrage aus der letzten Folge, in der es darum ging, einen dieser drei Spieler hier ablösefrei zu verpflichten. Wie man es ja auch schon an meinem hitzigen Telefonat gerade eben mitbekommen hat, wollte also die eindeutige Mehrheit Sandro Wagner beim HSV, und genau das bekommt ihr auch. Damit stehen also unsere drei ablösefreien Transfers für die kommende Saison fest mit Robin Knoche, Yannick Haberer und im Final Sandro Wagner. Ich bin gespannt, wie diese drei Spieler in der Bundesliga dann performen werden. Ach ja, Thema Bundesliga, da wollte ich ja auch noch was zu sagen. Denn im Idealfall schließen wir die Saison im Mai 2020 ab mit der Meisterschaft in der zweiten Bundesliga und mit eben dem Aufstieg zurück in die erste Bundesliga. Dazwischen zocken wir unter anderem Games selber gegen Arminia Bielefeld und gegen den VfB Stuttgart, um dann ganz entspannt am letzten Spieltag der zweiten Liga heim gegen Sandhausen die Zweitligameisterschaft zu feiern. Bevor wir jetzt aber damit loslegen, wollte ich mich natürlich wie immer bedanken für den Support auf die letzte Folge. Da haben wir die 5000 Daumen nach oben nur ganz knapp geschafft. Und ich würde mal sagen, ganz ehrlich Leute, lasst uns die heute einfach mal ganz safe voll machen. Vergesst natürlich ansonsten nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um in der Zukunft keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und damit würde ich sagen, ist genug erzählt und wir legen jetzt los mit der Folge mit dem HSV und dem Saisonfinale in der zweiten Bundesliga. Stopp, 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 stopp. Eine wichtige Sache ist mir noch eingefallen, denn in der nächsten Folge, wenn alles gut gehen sollte, werden wir wahrscheinlich in der Bundesliga sein und müssen den HSV-Kader natürlich auch Bundesliga-tauglich machen. Deswegen seid ihr gefragt an der Stelle. Es geht natürlich mal wieder vor allem um Transfervorschläge, aber natürlich auch um Verkaufsvorschläge, denn einige Spieler aus dem HSV-Kader sind vielleicht ganz gut für die zweite Liga, aber nicht unbedingt für die erste Liga. Deswegen lasst eure Kreativität da freien Lauf, schreibt sehr gerne Kommentare, egal ob das nur ein einziger Name ist oder ein kompletter Roman. Liked natürlich auch Vorschläge hoch, die euch gefallen, damit ich sehen kann, was ihr am ehesten sehen möchtet. Und dann sehen wir in der nächsten Folge, was der HSV in der Bundesliga, hoffentlich, wenn alles klappen sollte, so anstellen wird. Puh, so, jetzt ist, glaube ich, alles gesagt. Aber einfach nicht viel reden, einfach nur hier kurz die Formation angucken für das kommende Spiel in der Liga. Wir simulieren das Ganze auswärts gegen Aue und gewinnen das Ganze hoffentlich auch in den letzten drei Spielen. Zweimal verloren, einmal unentschieden gespielt, ganz gutes Omen für uns und es wird ein 2:1-Sieg. Adeyemi und natürlich, wer auch sonst, Hulk macht das zweite Tor. Erste Trainingseinheit der heutigen Folge und da gab es auch einen Kommentar unter der letzten Folge. Dabei geht es darum, dass wir Smits doch zwei Trainingseinheiten geben sollen, anstelle von Wandeworte, der mittlerweile schon eine 74er Gesamtstärke hat, immer noch extrem jung ist und jetzt eben auch als Stammkeeper sich natürlich schneller entwickeln wird. Ich werde es jetzt erstmal ein wenig anders machen. Smits bekommt seine zwei Trainingseinheiten, Mulder daneben und eben auch Dijkstra. Da gab es ja in der letzten Folge ein paar Kommentare, die mich da verbessert haben, aber ich habe es dann auch irgendwann selber gemerkt. Hier Van Dijk, Dijkstra, kurze Esel Brücke gemacht und schon hat man den Namen irgendwie richtig. Zack, das Ganze simuliert und wir sehen es mit einem ersten Upgrade in der heutigen Folge und damit schon auf der 66er Gesamtstärke. Trotz alledem will ich eigentlich eher die beiden 15-Jährigen pushen. Dan Mulder und Marvin Dijkstra, die sind beide gerade mal 15 Jahre alt. Der eine hat schon eine 62, der andere eine 61. Potenzial haben beide von 82 bis 94. Mal gucken, vielleicht, wenn wir sie in der heutigen Folge auch noch in die Profimannschaft ziehen. Ja. Dutschak will spielen. Ja, soll er machen. Ihr meintet auch irgendwie unter den Kommentaren der letzten Folge, dass ich doch Smits bearbeiten soll, aber irgendwie habe ich keine Ahnung, wo ich das machen soll. Und bevor jetzt einige Leute damit ankommen, dass hier der Menüpunkt Spieler bearbeiten ist, ja, schön und gut, aber ich kann ihn halt nicht anklicken. Ach, das muss man freischalten, EA, ist das euer Ernst? Ja, super, Glückwunsch, du besitzt jetzt dieses Objekt.
Danke. Aha, okay, verstehe. Jetzt kann ich doch mal, was ihr wolltet, nämlich einmal das Trikot aus der Hose und ein paar ordentliche Adidas-Schuhe bekommt der Junge auch noch. Es wird mal wieder simuliert. Regensburg ist der Gegner. Ich denke mal, definitiv schlagbar. In den letzten 3 Spielen kein einziges gewonnen. Und das ist auch hier wieder ein ganz gutes Omen für uns. Und so sieht es aus. 3-1 Sieg. Hunt, der von Anfang an spielen durfte, weil er ein bisschen unglücklich war. Hulk und Kittel mit den Toren. Und die nächste Trainingseinheit. In der Liga sieht es übrigens für uns sehr, sehr gut aus. 12 Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten, 12 Punkte Vorsprung auf den Tabellendritten. Also wir können hier wirklich einige Spieltage vor Ende, wie es aussieht, schon die Meisterschaft klar machen. Nebenbei haben wir auch noch ein weiteres Scouting-Update, wo aber leider keine wirkliche Offenbarung dabei ist. Mannschaft für die kommende Simulation steht. Und damit gehen wir rein in das Ganze. Fürth ist der Gegner, auch hier wieder ein unfassbar schwaches Team. In den letzten 3 Spielen kein einziges gewonnen, maximal ein Unentschieden. Für uns auch wieder ein gutes Zeichen, dass wir hier gewinnen. Und so sieht es aus. Ich kann nicht reden. Es ist zwar nur ein 1-0-Sieg, aber ne, 1-0 heißt auch 3 Punkte. Also mit dem Hand ist es ja auch hier echt ein Up und Down. Also mal ist er glücklich, mal ist er unzufrieden so, aber er gehört auf jeden Fall weiter zum Team. Das ist klar. Nächste Trainingseinheit, 2 Upgrades für Dijkstra und für Mulder auf 62 und 63. Und ein weiteres Scouting-Update aus den Niederlanden. Da bin ich jetzt mal gespannt drauf. Na, leider auch nicht. Nee, auch nicht. Schade. Endlich mal wird wieder selber gezockt. Heime geht es ran gegen den derzeit Tabellensechsten Arminia Bielefeld. Das hier wird die Formation fürs Spiel sein. Eigentlich relativ standardmäßig, bis auf eben Smith auf dem rechten Flügel. Aber ganz ehrlich, Leute, da bin ich auch wirklich ehrlich. Ich will dem einfach seinen ersten Scorer gönnen. Egal, ob eine Vorlage oder ein Tor, der muss einfach einen Scorer machen. Der hat so viel liegen gelassen in der letzten Folge. Jetzt muss es klappen. Also wenn nicht jetzt, wann dann? Bevor wir jetzt aber ins Spiel reingehen, noch ein lustiger Kommentar aus der letzten Folge. Ein Zitat von mir. Hulk macht den sogar mit links. Dennis über Hulk, der übrigens Linksfuß ist. Ja, da muss ich auf jeden Fall los an der Stelle. Wusste ich natürlich. Wir gehen jetzt also rein ins Volksparkstadion. Erstes Spiel der heutigen Folge heim gegen die Arminia aus Bielefeld. Und los geht's. Na dann, wollen wir mal also im nebligen Volksparkstadion treffen also heute eigentlich 2 Freunde aufeinander. Hamburg und Bielefeld, die Fans pflegen ja bekanntermaßen eine Fanfreundschaft, aber heute geht es natürlich nicht um eine Freundschaft, sondern darum, wer hier 3 Punkte holt. Es ist natürlich so ein bisschen schwer zu tun, als wäre dieses Spiel von unfassbarer Wichtigkeit von uns, weil wir einfach 11 Punkte vorne sind in der Liga und sogar noch ein Spiel mehr haben als Stuttgart und eben 12 Punkte Vorsprung auf Hannover 96, also da ist eigentlich alles geklärt. Ja, okay, scheinbar sind wir auch so das einzige Team, was Heimtore macht. Aber gut, wenn man halt so einen Hulk vorne hat, ne, da machst du halt gar nichts, so, da kann der Rest der Liga auch nichts machen. Gut, dann würde ich sagen, legen wir also los. Nochmal kurz der Blick auf Hulk. Wie viele Tore wird er heute machen? Das ist die Frage. Wir legen los und sehen uns in der ersten Szene wieder. Los geht's. Starker Ballgewinn von Jatta. Hulk unten ist Smith. Smith, Junge, mach doch dein erstes Tor. Es sei ihm einfach nicht gegönnt. Och Mann, ey, es ist unfassbar. Wirklich kein einziger Gegner gönnt dem Jungen ein Tor. Es ist wirklich nicht zu fassen. Schau für Smith. Auf dem rechten Flügel, Smith, jetzt muss irgendwas in die Mitte kommen, was gut ist. Das ist der Ball für Schaub und der ist nicht drin. Boah, weil er abgefälscht wurde. Ich weiß nicht mal, ob von einem Hamburg-Spieler oder von einem Bielefelder, aber... Ja, ein bisschen kurios auf jeden Fall. Boah, der hat da oben ganz schön viel Platz. Das ist harte. Leibold muss irgendwie dazwischen, kommt nicht richtig ran. Und durch das kurze Eck Hartl mit dem 1-0. 21. Minute, gerade eben waren wir noch kurz davor, das 1-0 zu erzielen. Und jetzt kassieren wir es. Das ist ganz schön bitter. Viel Platz über die rechte Seite. Leibold sieht nicht gut aus im Zweikampf. Und auch Van de Voort in die kurze Ecke. War aber auch, muss man sagen, ein ziemlich, ziemlich strammer Schuss. Wobei natürlich Van de Voort, den kann man haben. Den kann man auf alle Fälle haben. Aber gutes Zeichen verziehen. Dafür, dass er noch so jung ist und von der Gesamtstärke auch noch nicht so gut. Aber trotzdem in der Zukunft bitte nicht. Fein, langer Ball für Smith. Schaub für Hulk. Starke Umdrehung. Hulk. Jatta. Wunderbares Zusammenspiel. Jetzt ist der Hulk da und er trifft nur den Pfosten. Och Mann, ey. Was haben wir denn gerade für ein Pech? Smith, Schaub und jetzt auch Hulk. Es ist wirklich unfassbar. Der Ball will einfach nicht rein, habe ich das Gefühl. Kurz ausgeführter Freistoß. Hulk, fein. Kein Zombie. Wunderbarer Ball für Hulk. Und das ist wunderbar gemacht. Was ein Tor. 35. Minute, die Nummer 9. Es ist natürlich der Hulk.
Hin, Zombie, der Heber über die Abwehr und den nimmt er einfach. Rolli, ich pack es gar nicht. Mit dem starken Linken, jetzt habe ich es auch mal endlich raus. Wunderbar gemacht, ganz, ganz stark die Vorlage von Kim Zombie. Mit diesem krönenden Abschluss von Hulk, einfach nur Zucker und damit schon sein 10. Saisontor. Der wird hier bald unser bester Torschütze und das, obwohl er erst seit dem Winter da ist. Seit dem Januar, es ist wirklich unfassbar. So, damit ist das Spiel also abgepfiffen. Es wird dann 1:1. Es ist ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen, dafür, dass wir so dermaßen viele hundertprozentige Chancen hatten. Auf der anderen Seite Bielefeld mit der eiskalten Art, wie sie in dem Spiel eben gehabt haben oder wie sie es in dem Spiel gehabt haben, so hätten auch locker noch ein zweites Tor machen müssen. Wandewort hat uns da so ein bisschen den Arsch gerettet. Auf der anderen Seite Hulk, Smits und Co. haben uns alle vorne so ein bisschen im Stich gelassen. Wobei, okay, Hulk hat immerhin noch ein Tor gemacht, aber wie gesagt, es ist schwer so zu tun, als wäre es ein unfassbar wichtiges Spiel für uns, denn wir sind immer noch extrem weit vorne in der Liga und mit so einem Unentschieden gegen den Freund kann man leben. Ja, woran sie liegen? Weiß ich, woran sie liegen. Du musst immer fragen, woran sie liegen. So. Ja, die Niederlagenlosserie geht weiter. Hauptsache das. Hätten sie heute einen Sieg erwartet? Ja, ich bin eigentlich mit Unentschieden zufrieden. Enges Spiel, Leute. Wir haben sie die Leistungen zusammen gesehen. Ja, zwei sehr gute Abwehrreihen. Nein, eigentlich hätten wir gewinnen müssen. Also, das war schon ein bisschen enttäuschend. Oh, Jugendspieler will weg. Dan Mulder. Also, ja. Ich kann den, also der ist doch 15, was soll ich denn mit dem machen? Ich kann ihn nicht mal in die erste Mannschaft ziehen. Gut, okay, ich verstehe schon, er ist 16 geworden und will eben in die erste Mannschaft, kann ich natürlich irgendwo verstehen. 16 Jahre jung, 63er Gesamtstärke mit gerade einmal 16, ist schon wirklich sehr, sehr stark dafür, dass so ein Smits schon 17 ist und gerade mal eine 66 hat. Deswegen würde ich mal sagen, fackeln wir gar nicht lange rum und Dan Mulder kommt jetzt also ins Profiteam. Nach langer Zeit haben wir endlich mal wieder ein Transferangebot. Es ist ein Leihangebot von Swansea City für Amaechi. Und ich würde mal sagen, wir verleihen den einfach, 19 Jahre jung. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass er hier bei uns die große Zukunft haben wird. Aber gut, vielleicht ist es ja bei Swansea für ihn. Also der Dijkstra ist ja wirklich schon richtig, richtig krass. 84 bis 94 Potenzial. Also den müssen wir eigentlich auch direkt hochziehen. Beziehungsweise ich kann mir schon vorstellen, dass der wahrscheinlich auch gleich richtig rumheulen wird, wenn er 16 wird, weil er dann unbedingt in die erste Mannschaft möchte. Übrigens, ein kurzer Blick auf das Potenzial von Dan Mulder. Da bin ich jetzt wirklich sehr, sehr gespannt, wie das Ganze aussehen wird. Wir blicken also einen Blick drauf, gucken auf die 10er-Position. Irgendwann müsste er kommen. Genau da ist er. Er hat schon eine 64er Gesamtstärke und hat ein Potenzial. Ein aufregender Mann für die Zukunft. Ich weiß gerade nicht, ob das sehr gut ist oder nur gut oder... Ich weiß es gerade. Ich glaube, das ist eins unter hat Potenzial, was Besonderes zu werden. Das sind so die Kandidaten wie Smits, die dann eben quasi so ein Potenzial von 90 haben. Aber Dan Mulder wird wahrscheinlich so ein Potenzial von 89, 90 haben, was immer noch unfassbar krass ist. Und er hat da gerade mal eine 64 mit 16. Damit kommen wir jetzt also zum zweiten Spiel der heutigen Folge. Es geht ran auswärts nach Baden-Württemberg, nach Stuttgart gegen den Tabellendritten der zweiten Liga. Nebenbei meldet sich Van Drongelen jetzt auch endlich mal wieder fit, wobei ich aber nicht ganz genau weiß, ob er wirklich einen Stammplatz verdient hat, da Kumbula mittlerweile die gleiche Gesamtstärke hat wie er und Letschert eben eine Gesamtstärke besser ist. Ah, das war fein. Sorry. Oh nein, Hulk ist von der Gesamtstärke runtergegangen. Das hier wird die Formation sein fürs Spiel gegen Stuttgart. Einige Änderungen unter anderem im Gepäck mit Argo in der linken Verteidigung, Meine auf dem linken Flügel, Adeyemi auf dem rechten Flügel und ansonsten gibt es eigentlich keine Veränderung. Okay, so viel wurde dann doch nicht geändert. Für uns geht es natürlich nicht um so viel wie für den VfB Stuttgart. Der kämpft nämlich mit Hannover darum, direkt aufzusteigen und wir können den quasi so ein bisschen in die Suppe spucken, was das Ganze angeht. Aber lassen wir das Ganze einfach mal auf uns zukommen. Wir gehen rein ins Spiel, in die Mercedes-Benz Arena und sehen uns gleich wieder. Bevor wir jetzt mit dem Spiel loslegen, noch ein Umfrageergebnis aus der letzten Folge. Da ging es ja darum, Schaub zu verpflichten oder nicht. Was meint ihr? Sollen wir das Ganze tun? Er ist unser bester Scorer diese Saison und ihr meintet, ja, wir sollen versuchen, ihn zu holen. Das heißt natürlich nicht, dass wir ihn zu 100% holen werden. Wir müssen natürlich gucken, wie viel Budget wir nächste Saison haben und vieles weiteres. Aber wir sind schon mal positiv gestimmt, was Louis Schaub betrifft. Ihr meintet nämlich auch, dass in echt Schaub zu 95% beim HSV bleiben wird und versuchen wir das Ganze einfach mal so realistisch wie möglich zu halten. Jetzt aber volle Konzentration aufs Spiel gegen den VfB und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der ersten Szene wieder. Und jetzt Meiner über die linke Seite. Enttäusch mich nicht, Junge. Gegen Bielefeld hat er so ein Ding liegen lassen. Diesmal legen wir ihn rüber für Adeyemi. Und da ist das 1:0 gefallen. 12. Minute, erster richtiger HSV-Angriff und der Ball sitzt. Den Zombie, starker Ball für Meiner. Dieses Mal könnte er ihn alleine machen. Nein, er legt ihn rüber und 2:0.
20. Minute nach Adeyemi folgt also Hulk. Mulder mit dem Ball für Adeyemi. Karim Adeyemi, jetzt macht er ihn noch mit rechts und Mulder mit der ersten Vorarbeit. 68. Minute, Mulder mit seinem ersten Scorer, Adeyemi mit dem zweiten Tor. Nein, das ist eigentlich nicht seine Stärke, hier vorne die Dribblings zu machen. Aber Bartstuber, der ist ja wirklich vollkommen verloren. Vollkommen verloren! Hulk macht auch seinen zweiten Treffer, fein mit der Vorarbeit. Und ich weiß wirklich nicht, was mit den Stuttgartern los ist. Die haben so oft den Ball, die haben deutlich mehr Ballbesitz als wir. Aber die machen damit nichts. Hulk Bartstuber, der kann ja wirklich gar nicht mehr. Schaut euch seine Fitnessanzeige an. Hulk Mulder, zweiter Scorer, dann Mulder, 5:0. Es ist unfassbar, also die haben ja wirklich gar keine Kraft. Kinzombie, das ist wirklich unfassbar, wie man hier durchlaufen kann. Kinzombie, Adeyemi, und da ist das dritte Tor von Adeyemi. Und das 6:0, 6:0, aus unserer Perspektive, Wahnsinn. Wahnsinn. Ein tobendes Pfeifkonzert für die Stuttgarter. Ja, die wollen aufsteigen. Ich würde einige Dinge hinterfragen. Ich würde die Dreierkette hinterfragen. Ich würde das Tempo von Holger Bartstuber hinterfragen und seine Ausdauer. Und zu guter Letzt, ob man nicht vielleicht auch was mit dem Ball machen sollte, wenn man so viel Ballbesitz hat. Das wäre meine Empfehlung. Vandevort bedankt sich dafür, dass wir ihn viel einsetzen. Okay, man muss sagen, als er den Vertrag gemacht hat, dachte er wahrscheinlich, dass er hier 3 Einsätze haben wird. Aber der Plan war natürlich, ihn ins Team hinein zu integrieren durch das Training. Das haben wir gemacht und ja, stolz bin ich auf den Jungen auf jeden Fall. Merkt euch meine Worte. Genauso bin ich aber natürlich stolz auf Heuer Fernandes, weil der hat auch einen guten Job gemacht. Wer übrigens dachte, dass der Sandro Wagner Transfer der einzige Transfer für die heutige Episode sein wird, der, kann ich jetzt schon mal sagen, täuscht sich. Denn es wird noch eine weitere Transfer geben. Ich werde jetzt mal ein bisschen ausgraben, einen Kommentar über Jeremy Doku. 71er Gesamtstärke, kann auf beiden Flügeln spielen, ist schon unfassbar schnell, wie man sehen kann. 96 Antritt, 90 Sprintgeschwindigkeit, der wird sich wahrscheinlich unfassbar krass bocken zu zocken. Dazu hat er eine Freigabesumme oder der Vertrag läuft aus, also wir können uns eigentlich aussuchen, wie wir den Jungen jetzt holen, aber ich glaube, wir werden ihn auf alle Fälle holen, weil der hat ein unfassbares Potenzial, der ist gerade mal 17 Jahre alt und er würde uns einfach extrem weiterhelfen auf den Flügeln, wo wir ja sowieso noch nicht so unglaublich breit besetzt sind und so ein richtiges Megatalent in der Bundesliga wäre auf alle Fälle nicht schlecht. Freigabesumme werden wir nicht ziehen, sondern verhandeln. Vielleicht bietet sich ja das auch als Gelegenheit an, einen Spieler loszuwerden wie Everton. Müssen wir mal gucken. Interesse haben sie schon mal. 2 Millionen wollen sie nochmal dazu. Okay, vielleicht bieten wir mal 1 Million, weil Everton hat ja auch immerhin 3 Millionen wert. 1,45 Millionen und eine Weiterverkaufsgebühr, die entfernen wir mal und senden das Angebot erneut ab. Und es wird akzeptiert, 3 Millionen Euro und Everton in Tausch für Jeremy Doku für die kommende Saison. Kurz nochmal die Vertragsdetails besprochen und den Vertrag perfekt gemacht. 5 Jahre unterschreibt also Jeremy Doku beim HSV und wird dann in der kommenden Saison in der Bundesliga zu unserem Team dazustoßen. Ja, damit steht da gar nicht mehr so viel an für die heutige Folge, außer natürlich viel simulieren. Gegen wen Wiesbaden? Holstein Kiel? Okay, da wird es nur ein 1:1. Dynamo Dresden? Okay, 0:0:0. Was ist denn gerade los? Dijkstra und Smits verbessern sich im Training. Heime gegen den VfL Osnabrück. Da wird es ein 1:0-Sieg. Okay, es läuft momentan nicht so gut, aber wir holen halt die Punkte. Was uns dann jetzt also zum letzten Spiel in der Simulation bringt. Auswärts bei Heidenheim wird es nochmal ein 1:1. Kumbula auf unserer Seite trifft und Kleindienst auf der anderen. Damit sind wir, glaube ich, rein mathematisch definitiv Meister in der zweiten Bundesliga. Sind aufgestiegen. Der HSV kehrt also wieder zurück in die erste Bundesliga, ins oberste Fußballhaus Deutschlands. Und es steht noch eine Meisterschaftsfeier an und die gibt es am letzten Spieltag heim gegen Sandhausen. Danny van der Meer, 1,5 Millionen Euro Marktwert und der ist noch aus der Jugend. Holy, das ist krass. Das ist richtig, richtig, richtig krass. Oh, sei bitte gut. Sei bitte richtig, richtig gut. Oh mein Gott, das könnte so ein krankes Talent sein. Aus Deutschland haben wir ebenfalls ein ordentliches Talent in der Zwischenzeit aufgegabelt. Mit Jens Hansen ist aber ein Rechtsmittelfeldspieler, der absolut kein Tempo besitzt. Und der Danny van der Meer, der hat schon als 17-Jähriger eine 67er Gesamtstärke mit gerade mal 17. Es ist... Und der Danny van der Meer, der hat schon eine 67... Und der Danny van der Meer, der hat schon eine 67er Gesamtstärke. Ist das heftig. Der könnte eigentlich schon ein Rotationsspieler sein bei uns so gefühlt. Es ist echt unfassbar. Als zentraler Mittelfeldspieler
würde ich mal sagen, verpflichten wir den auf alle Fälle ins Profiteam und bitte hab jetzt einfach ein krasses Potenzial. Bitte. Ich bin gespannt. Wir schauen also gleich mal drauf. Im zentralen Mittelfeld. Van de Meer. Auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Name. Da ist er gleich. Van de Meer. Bitte sei gut. Bitte, bitte hab ein krasses Potenzial. Och nein. Das gibt's doch gar nicht. Zeigt großes Potenzial. Das ist nicht wirklich gut. Das ist vielleicht sowas wie 84, 85 oder so. Es ist aber trotzdem in Ordnung. Ich würde ihn mal vielleicht auf die Leihliste setzen. Vielleicht wird ja was aus ihm. Vielleicht entwickelt er sich irgendwo krass. Aber hier beim HSV wahrscheinlich eher nicht. Wir brauchen schon wirkliche Top-Talente. So, da sind wir also. Letzter Spieltag. Heim gegen Sandhausen. Ein letztes Mal geht es noch in der zweiten Bundesliga rein ins Volksparkstadion. Um natürlich die Meisterschaft zu feiern. Ich bin sehr, sehr gespannt. Was heißt sehr gespannt? Ich bin auf gar nichts gespannt. Eigentlich bin ich nur auf die Meisterschaft gespannt. So sieht es aus. Lassen wir uns auf alle Fälle feiern. Letzter Spieltag gegen Sandhausen und los geht's. So, da sind wir also. Ein letztes Mal noch eine zweite Bundesliga. Man hört die HSV-Fans schon gefühlt rufen. Nie mehr zweite Liga. Jetzt haben sie es einmal erlebt. Über 2 Jahre hinweg. Und das war's hoffentlich. Willkommen zu Hause zurück beim Bundesliga-Dino, der jetzt vielleicht ein bisschen kleiner ist. Vielleicht muss er gerade aus so einem kleinen Ei schlüpfen, aber er ist wieder zurück, der Mini-Dino. Zurück in der Bundesliga mit einer super Zweitligasaison. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Es sah ja zwischenzeitlich so aus, als würde es nicht so optimal laufen, aber dann haben wir uns vorne quasi gefestigt und dann waren wir da gar nicht mehr wegzudenken. Ich denke mal, viel gibt es ansonsten nicht zu erzählen. Eigentlich ist das hier so die Zeit beim HSV, wo man sich schon die Gedanken macht, ob der Verein absteigt oder nicht in der Bundesliga. Dieses Mal sind es aber erfreuliche Nachrichten, denn es gibt was zu feiern, nämlich die Meisterschaft in der zweiten Bundesliga. Das ist die Mannschaft zum Abschluss nochmal. Hulk, Adeyemi und Mai nach vorne. Und damit würde ich sagen, gehen wir jetzt rein ins Spiel und können eigentlich direkt schon zur Meisterschaftsfeier skippen. Also eigentlich wollte ich ja Sandhausen verschonen, aber irgendwer, ja, wollte sie nicht verschonen. Der gute alte Hulk. In der nächsten Folge geht es dann also los mit Bundesliga, mit Transferphase und vieles weiteres. Ihr kennt den Kader, Leute. Ihr kennt vielleicht auch Schwachstellen. Deswegen lasst eurer Kreativität freien Lauf. Schreibt gerne Transfervorschläge, Verkaufsvorschläge und vieles weiteres unten rein in die Kommentare. Eskaliert auf alle Fälle gerne mit den Daumen nach oben. Abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen. Das soll es an der Stelle gewesen sein von der heutigen Episode der HSV-Karriere. In der nächsten Folge dann Bundesliga, Transferphase und vieles weiteres. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin, haut da rein und ciao.